Ich glaube, wir haben nun alles verstanden und ich glaube auch, dass wir alles gesagt haben, was wir verstanden haben. Warum die einzig mögliche Welt Leibnizens als die beim Schizospaltwesen unmöglichste aller möglichen Welten, als die einzig unmögliche, gar nicht anders sein konnte als so. Und nur durch diese Dysfunktionalisierung genau diese Kaskaden einerseits des Anblickmachens der Existenz des Seins nicht zum Zwecke der Eitelkeit des Seins selber sich anblicken machen wollen, zu wünschen durch dieses Spiegelkabinett, das sie in diesem dissipativen Wesen Mensch erzeugt hat, sondern dass dies kausale, notwendige Wechselbeziehungen sind zwischen dem Aufklaffen des Seins, zwischen dem Aufklaffen des Sexuellen und jener Gebrochenheit, die nur beim Schizospaltwesen diese absurden Unmöglichkeitsgrenzen ausbreitet, so sehr, dass am Ende genau diese Texte herauskommen können, in Spekulation darüber, warum das nicht anders als so sein konnte. Nur durch diese Dysfunktionalität der Aufspreizung entzeugt sich das Spiegelkabinett, die hin wiederum den Horrorterror anblickt, die hin wiederum das Ganze schließen macht und deshalb in dieser Maschinerie, dieser optischen Klappe eines ständigen Öffnens und Verschließens dann jene Spannbreite erzeugt, die eben die Neutransformierungszwänge wiederholt und immer mehr diversifiziert in diesem ins Werk sich setzen machendes, immer wiederholens eines nie stillstehen könnenden, immer wieder anders zusammengesetzten. Der Vogel, der da fliegt, der muss davon nichts wissen. Er fliegt auch so, ganz irgendwie nach nirgendwo.